Keeper Joker Franco Flückinger sorgt für den großen Jubel. Es war sein gehaltener Elfmeter, der in diesem Herzschlagfinale für den Sieg gesorgt hat. Nach der regulären Spielzeit stand es 0:0. Dann hat Trainer Peter Ruhmann die eigentliche Nummer 2 im Tor Flückinger eingewechselt. Im Nachhinein eine goldrichtige Entscheidung. Im Elfmeterschießen hat Türkgücü sich dann mit 8:7 gegen den Regionalligisten Illertissen durchgesetzt. Ich muss große Komplimente an die Gastgeber geben, weil sie wirklich sehr guten Fußball angeboten haben. Sie haben teilweise auch gute Chancen herausgespielt und genauso auch große Komplimente an unsere Mannschaft, weil die Jungs wirklich auf Zahnfleisch gegangen sind. Seljan Sarare, erstes Spiel nach gefühlt 6 Wochen, Albion Frenetzi das gleiche und trotzdem haben sie alles reingeworfen und ich glaube, dass wir dann doch auch deswegen belohnt worden sind. Haben losgelegt wie die Feuerwehr, sieht man in der Aufstellung mit einer sehr mutigen, sehr offensiv ausgerichteten Startaufstellung, nur zwei Abwehrspieler in der hintersten Reihe. Dadurch ist natürlich wahnsinnig viel Druck nach vorne entstanden. Hat Illertissen erstmal sich darauf einstellen müssen. Im Laufe der Zeit haben sie aber auch die Chancen genutzt, die so eine offensive Spielanlage mit sich bringt und sind dann auch zu einigen Möglichkeiten gekommen. Trotzdem mein Fazit, überragender Torwart auf Seiten von Illertissen. Der Henkeltopf bleibt also in der Landeshauptstadt. Türkgücü tritt als Toto-Pokalsieger die Nachfolge von 1860 München an. Vor den maximal möglichen 500 Besuchern freut sich der Drittligist auch über den Einzug in die DFB-Pokal-Hauptrunde und damit über 100.000 Euro Startprämie. Dafür hat sich der Kampf bei Temperaturen über 30 Grad sicherlich gelohnt.